Willkommen zum Thema Drogenpolitik der EZB. Die EZB hat gestern am Donnerstag ein Ankaufsprogramm beschlossen, mit dem 60 Milliarden monatlich an Geldern zusätzlich in Umlauf gebracht werden soll. Und da geht es mir darum, mal ein bisschen zu erklären, was passiert eigentlich an der Stelle. Gibt es wirklich 60 Milliarden mehr Geld, die umlaufen? Oder sind diese Pro und Kontras von wegen der Sparer verliert, die Schuldnerländer gewinnen? Ist das wirklich so ohne weiteres plausibel, was dort in der allgemeinen Presse bejubelt oder geklagt wird? Und dafür möchte ich einfach ein bisschen was dazu erzählen, wie sich aus meiner Sicht, aus meiner persönlichen Sicht, die Entwicklung der Geldmenge tatsächlich darstellt, welche Effekte ein Draghi tatsächlich mit seinen Maßnahmen auslösen kann und ob es nicht vielleicht andere Dinge gibt, über die sie sich mehr Gedanken machen sollten oder vielleicht auch Sorgen. Aber fangen wir einfach erstmal mit den Fakten an, die aktuell soweit bekannt sind. Das erste ist also 60 Milliarden monatlich und über einen Zeitraum von etwa anderthalb Jahren, wobei ich im Moment nicht genau weiß, ob September inklusive ist oder exklusive. Ich würde jetzt davon ausgehen, er ist exklusive, weil 19 Monate klingt irgendwie nach einer etwas schrägen Zahl. Eben aufgrund dieser Rechnung, dass es entweder 18 oder 19 Monate sind, ergibt sich auch die Zahl von eben etwas über 1 Billion bzw. 1,1 Billionen Euro aufgrund der 18 Monate mal 60 Milliarden. Wenn Sie jetzt davon ausgehen, dass es 19 Monate sind, dann einfach nochmal 60 Milliarden draufschlagen. So, als erstes ein paar Punkte zum Kontra. Was wird aktuell offiziell, was die negativen Auswirkungen dieser Politik sind? So, die ersten Punkte sind Thema Finanzbasel. Der zweite ist, dass das Guthaben der Sparer entwertet wird. Und ein weiterer Punkt ist, dass die Länder, die jetzt schon sehr stark verschuldet sind, kein Interesse haben, eine Sparpolitik zu fahren und sich dadurch leichter verschulden können. Und ein letzter Punkt, der zumindest mit den Sparern noch in Verbindung steht, ich lasse das auch als Sparer erstmal so stehen, dass auch Altersvorsorge natürlich entwertet wird, weil die Versicherungen keine Anlagemöglichkeiten finden, sichere Renditen zu erwirtschaften. So, was steht jetzt auf der Pro-Seite? Was sind im Endeffekt die Punkte, warum dieses ganze Paket überhaupt geschnürt wird? Und da geht es zunächst einmal darum, was ist das Ziel, was die EZB bzw. Herr Draghi tatsächlich verfolgt? Es geht darum, dass im Euroraum eine 2% Inflation eingehalten wird. Und die, auch wenn jetzt teilweise durch die Energiepreise deutlich abgesunken, aber auf jeden Fall irgendwo bei 2% gehalten wird. Nicht unter 2%, sondern bei 2%. Das ist eben der große Unterschied, den man nicht vergessen sollte an der Stelle. Es ist nicht das Ziel, eine inflationsfreie Währung zu haben, sondern ganz klar definiert, bei 2% soll die Inflation mindestens liegen oder etwa liegen. Es ist okay, wenn sie knapp darunter liegt, eventuell auch leicht drüber, aber keine Nullinflation zulässig. So, also das Pro-Argument ist, dass eben genau das Inflationsziel erreicht wird. Was sind sozusagen die sekundären Ziele, die dort damit in Verbindung stehen? Das ist einmal der Punkt, dass es angeblich mehr Kredite geben soll. Das heißt, dass dadurch die Kreditvergabe angekurbelt wird, weil die EZB zusätzliche liquide Mittel bereitstellt.
Und damit mit den Krediten soll natürlich im weiteren Verlauf auch die Konjunktur angekurbelt werden, das heißt auch Wachstumszahlen erreicht werden. Wobei dann auch wieder die Frage ist, die EZB ist normalerweise nicht für die Wirtschaftspolitik zuständig oder nicht dafür zuständig, dass Wachstum stattfindet. Aber indirekt sollte es doch immer irgendwie wieder stützen. Also das weitere Ziel ist Wirtschaftswachstum. So, was dann natürlich noch eigentlich in die Richtung Inflationsziel geht, ist vor allem das große Gespräch der Deflation. Weil Inflation ist das eine, aber das ist der viel größere Punkt, wäre im Endeffekt die große Angst vor der Deflation, dass Dinge günstiger werden können. Was für ein Schreckensszenario. Dass das Ganze so problematisch betrachtet wird, dazu muss ich etwas mehr ausholen, weil Deflation ist nur deswegen ein Problem, weil Geldhortung möglich ist, zumindest soweit die Vorstellung. Dass Geldhortung, die dann verstärkt betrieben werden würde, dazu führt, dass eben das gesamte Wirtschaftssystem und der gesamte wirtschaftliche Austausch einfach zum Erliegen kommt. Was natürlich nicht Ziel der Politiker sein kann, weil wirtschaftliche Tätigkeit ist zumindest dafür notwendig, dass überhaupt irgendwelche Arbeitsplätze noch weiterhin Bestand haben. Und ja, jetzt gehe ich einfach mal Schritt für Schritt die Punkte durch, sowohl auf der Pro-Seite als auch auf der Kontra-Seite. Dabei möchte ich wiederum ein bisschen ausholen und sagen, okay, was genau macht der Draghi da jetzt? Der Draghi geht da hin und sagt, ich kaufe jetzt Anleihen ein. Wohlgemerkt nicht nur Staatsanleihen, sondern es dürfen auch Anleihen von europäischen Institutionen eingekauft werden, wobei ich da noch kein verlässliches Bild bekommen habe, was diese Institutionen alle sein können. Und das Einzige, was ich dazu weiß, ist, wie die Aufteilung ist. Das eine ist zum Beispiel das Thema der Risikoaufteilung. Das heißt, 80% der 60 Milliarden, die ausgegeben werden, werden von den nationalen Zentralbanken ausgegeben. Das heißt, die kaufen dann direkt die Staatsanleihen ihrer eigenen Länder, sodass die anderen Staaten auch nur für ihre eigenen sozusagen Staaten haften. Anders sieht es dann aus mit den restlichen 20%. Die 20% sind einmal 8%, wo die EZB selber dann nationale Staatsanleihen kauft. Und dann die restlichen 12% werden wiederum von den nationalen Zentralbanken aufgekauft, aber diese sind wiederum in der Haftung aller. Das heißt, wenn es dort für diese 12% dann noch Verluste gibt, dann haften auch die anderen Länder dafür. Das nur zum ersten Punkt für die Aufteilung. Was jetzt allerdings noch dazu kommt, ist, wie werden die Staatsanleihen gewichtet? Das heißt, wie verteilen sich die 60 Milliarden auf die Staatsanleihen? Das heißt, nicht jedes Land kann einfach dann loslegen und seine Zentralbank bitten, die Anleihen aufzukaufen. Für Griechenland gibt es sowieso nochmal ein Spezialverfahren, weil dort schon bestimmte Grenzwerte erreicht sind, die die EZB aktuell nicht überschreiten möchte. Aber es ist auch so, dass die einzelnen Anleihen in der Form gesplittet werden, wie auch die Beteiligung an der Zentralbank sind. Das heißt, für Deutschland sind das 19%. Deutschland hat den größten Anteil an der Europäischen Zentralbank und deswegen stehen sozusagen 19% dieser 60 Milliarden für deutsche Anleihen zur Verfügung. Das müssen jetzt nicht eben alle Staatsanleihen sein, sondern auch irgendwelche europäischen Anleihen, wobei, wie gesagt, da nicht ganz klar ist, welche Unternehmen da tatsächlich in Betracht kommen.
So, und das wären verschiedene Anteile der sozusagen fünf größten Anteilseigner an der EZB. Deutschland mit 19%, Großbritannien mit 15%, Frankreich mit 14%, Italien mit 13% und Spanien mit 8%. Das heißt, diese 60 Milliarden kommen also nicht irgendeinem Land zugute, das gerade ja, einfach meint, irgendwie ein paar Staatsanleihen aufkaufen zu wollen, sondern die verteilen sich entsprechend dieser Quotas. So, jetzt zum Thema Inflationsziel. Kann Draghi damit überhaupt neues Geld in Umlauf bringen? Und das ist relativ unwahrscheinlich. Dazu nehme ich mal die Mitte hier wieder raus. Weil die Sache, was Draghi selber an der Stelle macht, ist, er kauft, wie gesagt, auf dem sekundären Markt. Das heißt, die Anteile befinden sich bereits im Besitz der Banken. Und wenn er von denen die Anleihen kauft, dann ist ja das Geld, das die Banken geschaffen haben, und zwar Giralgeldschöpfung, ist bereits im Umlauf. Das heißt nämlich, entweder der Staat oder die Bürger, je nachdem, aber es sind ja in der Regel bei Staatsanleihen, sind also bereits ausgegeben. Das heißt, der Staat hat über dieses Geld für die Anleihen bereits verfügt. Und das heißt, dass der Ankauf, wenn jetzt diese Papiere im Endeffekt von der Bank zur Zentralbank weitergegeben werden und die Zentralbank dafür den Banken Guthaben zugibt in Form von Zentralbankgeld, dann ändert das bei den Banken erstmal relativ wenig. Weil das Einzige, was sich dadurch tatsächlich ändert, ist ihr Verhältnis zwischen dem, was sie an Giralgeld geschöpft haben und der Liquidität, die sie als Zentralbank haben, die sie an Zentralbankgeld haben. Das Problem ist aber, dass aktuell die Banken ohnehin kein Interesse an Zentralbankgeld haben, weil der Einlagenzins nämlich aktuell bei minus 0,2% liegt. Das heißt, für jeden Euro, den sie bei der Zentralbank halten, über Nacht und der nicht anderweitig verliehen ist und irgendeine Bank muss diese Euros bei der Zentralbank haben, macht die Zentralbank also nochmal Geld. Das heißt, wenn Draghi diese 60 Milliarden Euro sozusagen an den Markt gegeben hat, heißt das, dass er 60 Milliarden zusätzlich Zentralbankgeld in Umlauf setzt. Das erhöht zwar die Geldmenge insgesamt nicht, weil das Giralgeld bereits in diesem Betrag geschaffen wurde, weil es werden ja keine neuen Papiere erzeugt. Aber er erzeugt damit gleichzeitig ein Guthaben bei den Banken, so sie ihnen denn das Zeug überhaupt verkaufen. Und dann bedeutet das, dass die Banken noch mehr Gebühren an Draghi zahlen müssen, weil sie ja für jeden Euro, den sie auf seinem Zentralbankkonto halten, einen Strafzins zahlen müssen. Das heißt, es ist schon mal sehr spannend, ob die Banken überhaupt bereit sind, diese 60 Milliarden Euro tatsächlich zu verkaufen. Und wenn ja, was für Papiere das sein werden, die sie dort bereit sind weiterzugeben. So, also wie gesagt, auf diesen Mechanismus kommt erstmal in diesem Wirtschaftsbereich, wo sozusagen Giralgeld zwischen Staat und Wirtschaft und so weiter umläuft, kann überhaupt kein neues Geld dazukommen, weil es ist nur eine Transformation von geschöpft Giralgeld womit im Endeffekt ein Teil dieses Giralgeldes dann zunächst stärker transformiert wird und zwar eben mit Zentralbankgeld sozusagen kostengünstiger ausgestattet wird, aber die Summe an Giralgeld verändert sich in diesem Zustand nicht, weil kein neues Giralgeld erzeugt wird, nur dass die Zentralbankgelddeckung sich dort verändert. So, wie wir jetzt das zumindest erst einmal zu dem Punkt, dass es nicht so ohne weiteres hinhauen wird, das Inflationsziel hochzubringen. Jetzt ist ja das Argument, dass die Banken dadurch, dass sie das Geld, was hier gebunden sei,
durch den Ankauf der Staatsanleihen freigesetzt wird und damit neue Kredite gegeben werden. Nun, da wie gesagt ohnehin gar kein Geld freigesetzt wird, sondern nur im Endeffekt ein gewisser Teil umgetauscht wird, gibt es für die Banken auch gar keinen Anreiz, überhaupt neue Kredite rauszugeben. Weil sie halten auch jetzt schon die Möglichkeit, jederzeit einen Kredit zu schöpfen, jederzeit das Geld zu erzeugen, wenn sie denn einen solventen Kreditnehmer hätten. Und da ist ganz einfach die Frage, warum nimmt die Bank im Moment, warum vergeben sie die Kredite nicht, die anscheinend irgendwie so sehr gebraucht und werden und fehlen? So, ich nehme jetzt mal einfach den Kreditnehmer und sage, der hat eigentlich Bedarf an Kredit. Das heißt, er will von der Bank Geld haben und jetzt ist die Frage, warum bekommt er bei der Bank kein Geld? Erste Möglichkeit, keine Sicherheiten. So, aber durch die Maßnahmen der EZB wird sich an diesem Punkt nicht ändern. Das heißt, der Unternehmer hat weiterhin keine Sicherheiten und damit ist er als Kreditnehmer für die Bank uninteressant. So, eine weitere Möglichkeit, warum der Kreditnehmer oder warum das Unternehmen diesen Kredit nicht bekommt, ist einfach, weil die Kreditanlage insgesamt trotz Sicherheiten einfach zu riskant ist. Weil es nützt der Bank ja auch nichts, wenn der Kredit auf jeden zu meinetwegen 1:3 oder so ausfällt. Selbst wenn es dann vielleicht die Möglichkeit hätte, irgendwelche Immobilien oder so weiter zu verwerten, gibt es vielleicht andere Anlageformen oder andere Möglichkeiten für die Bank, eine sichere Rendite zu erwirtschaften. Das heißt, auch in der Hinsicht ändert aber Draghis Ausführungen überhaupt nichts. So, jetzt ist ja das Argument gewesen, dass eigentlich die Banken nicht genug Geld hätten, um eben diesen Kredit zu geben. Da ist aber ein kleiner Denkfehler, weil wenn eine Institution erst einmal eine Zulassung hat, als Bank zu fungieren, dann kann sie jederzeit Kredite rausgeben. Und zwar die Beschränkungen dafür sind, aufsteigend von den Prozentzahlen her, die Bank muss zu einem späteren Zeitpunkt für alle Kredite bzw. alles Giralgeld, was sie selber geschaffen hat, muss sie 1% Mindestreserve bei der EZB hinterlegen. Dieses 1% lässt sich allerdings relativ leicht herstellen. Und es ist, wie gesagt, erst im Nachgang, also erst einige Wochen und Monate später zur Kreditvergabe selber, bis diese Mindestreservepflicht zu erfüllen ist. Das Zweite ist die 10% Eigenkapitalrendite, nicht Rendite, nein, sondern Eigenkapitalhinterlegung. Die Quoten variieren ein bisschen bei Basel III, das geht dann von irgendwie 8,5% bis 13 irgendwas. Aber mal so Pi mal Daumen, einfach mal 10% Eigenkapital für einen Kredit. Das schränkt eine Bank schon ziemlich stark ein und eben je nachdem, wie riskant, eben zu hohes Risiko des Kreditnehmers, sorgt dafür, dass sie sagt, nee, so viel Eigenkapital wollen wir für diesen Kredit nicht hinterlegen, das ist uns zu teuer. Deshalb verzichten wir lieber darauf, diesen Kredit Nachfrage, im Endeffekt einen Kredit zu geben. So, und das stärkste Szenario, was im Endeffekt die Banken, sofern sie im Endeffekt ungleichmäßig Geld schaffen, ungleichmäßig in ungleichmäßigen Verhältnis zu ihrer Kundenstreue sozusagen, also die Bank, die meisten Kunden hat, kann auch die größten Mengen an Giralgeld schaffen, weil bei ihr die Gefahr am kleinsten ist, dass dieses Geld die Bank verlässt. Solange das Geld in der Bank ist, braucht es im Endeffekt keine weitere Deckung. Aber wenn eine Bank von Bank A zu Bank B Giralgeld überweist, dann will die andere Bank Zentralbankgeld dafür. Und dann muss es so 100% gedeckt sein. Wohlgemerkt, es geht nur darum, dass Giralgeld von Bank A zu Bank B überwiesen wird. Und dann eben, da ja Bank A das Giralgeld geschafft hat, durch zum Beispiel Kreditvergabe, ist sie der Gläubiger dieses Geldes und der Schuldner vor allen Dingen dieses Geldes.
Und Bank B wird ja im Endeffekt nicht in die Schuldposition von Bank A eintreten. Deswegen erwartet sie von Bank A, dass sie eben für Deckung sorgt. Das passiert natürlich alles nur im Saldo. Das heißt, wenn viele Transaktionen zwischen A und B stattfinden, dann wird das am Ende des Tages saldiert und dann muss Bank A nur noch den Betrag überweisen, der tatsächlich netto sozusagen geflossen ist. Und solange das System insgesamt im Gleichgewicht ist, wird es zu kaum irgendwelchen Netto-Transfers kommen. Wenn die Banken sich sozusagen in der Höhe, wie sie ihren Kundenstamm haben und wie sie eben ihre Transaktionen begleiten können, dass das Geld auch bei ihnen bleibt. So, das also zu diesen Kriterien, wo nach meinem Verständnis, also nach meinem heutigen Verständnis des Geldsystems, einfach die eigentlichen Knackpunkte sind, wann eine Bank Geld erzeugt und wann eine Bank aufhört, Geld zu erzeugen. Und an diesen Punkten ändert der Ankauf der Staatsanleihen erstmal gar nichts. Weil die Staatsanleihen sorgen zwar dafür, dass sozusagen ein höherer Abfluss kompensiert werden kann, aber diese Kompensierung ist heute eigentlich auch ohne weiteres möglich. Weil die Refinanzierung bei der Zentralbank ist für die Banken ziemlich einfach möglich, indem sie entweder direkt bei der Zentralbank Sachen nachfragen. Sie müssten dann wiederum Anleihen sozusagen hinterlegen als Sicherheiten. Und da ist sozusagen der erste Punkt, wo tatsächlich ein Mehr stattfindet. Das heißt, wenn die Bank jetzt eine Staatsanleihe zum Beispiel von Deutschland im Besitz hat und für diese Anleihe jetzt diese als Sicherheit hinterlegen möchte bei der Zentralbank, um dafür Zentralbankgeld zu bekommen, dann wird sie normalerweise einen Abschlag bekommen. Das heißt, sie kann die nicht zu 100% beleihen. Wenn Draghi die jetzt natürlich abkauft, dann kauft er die zum Nominalwert von 100% ab und die Bank kann, je nachdem, wie gut die Staatsanleihen bewertet sind, eben ein Gap, dann waren Deutschland A-Staatsanleihen normalerweise 90-95% vielleicht beleihbar, wäre hier der Fall, dass sie dann eben 5-10% zusätzlich an diesen Abfluss sozusagen stabilisieren kann und Geld auf ihr Zentralbankkonto legt. Aber das würde ja bedeuten, ob heute tatsächlich das Defizit ist. Das heißt, ob die Bank heute zu viel Geld dafür halt investieren muss, um Zentralbankgeld zu bekommen. Und das ist das, was ich sehr stark bezweifeln möchte. Im Gegenteil, vermeiden Banken inzwischen sogar Einlagen zu bekommen, damit sie eben keinen Transfer auf ihr Zentralbankkonto haben und dort keine zu hohen Stände haben. Weil alle Zentralbankgelder, die insgesamt im Umlauf sind, können nicht von der Zentralbank wegüberwiesen werden. Alle sind über Nacht für irgendjemanden auf irgendeinem der Target-2-Konten angelegt und das heißt, irgendeine Bank wird für diese Gelder Gebühren zahlen müssen, aufgrund dieses negativen Übernachtzinssatzes. Okay, soweit zu den ersten beiden Punkten. Das heißt, Kredite können an der Stelle nicht wirklich neu geschöpft werden, weil aus meiner Sicht nicht wirklich Liquiditätsprobleme mit Zentralbankgeld bestehen. Die Banken haben ausreichende Möglichkeiten, sich mit Zentralbankgeld zu versorgen. Und entsprechend ist der dritte Punkt zum Thema Wirtschaftswachstum. Wenn die Banken jetzt schon eigentlich beliebig diese Kredite schöpfen könnten, wenn sie es denn wollten, wenn ihnen die Anlagen nicht so riskant sind und wenn es eben interessante Anlageobjekte gibt, dann wäre die Frage, was soll denn dann Wirtschaftswachstum bewirken, wenn es gar keine Kreditaufstockung gibt? Weil entweder müssen tatsächlich die Anforderungen gesenkt werden. Das heißt, ich denke, das einzig Spannende tatsächlich ist nicht der Ankauf der Staatsanleihen, sondern vor allen Dingen der Ankauf der sogenannten anderen Anlageformen, von wegen irgendwelche Kreditverbriefungen irgendwelcher europäischer Unternehmen oder europäischer Banken, die tatsächlich dann Risiken abkaufen. Das heißt, das Eigenkapital der Banken wird nämlich dann gestärkt, indem sie Papiere tatsächlich komplett loswerden und damit die Risiken eventuell auch direkt bei der Zentralbank landen. Das heißt, nicht so wie bei den Staatsanleihen, wo auch gleichzeitig ja auch Einnahmen sind, sondern dass man tatsächlich komplett verbriefte Kredite samt dem Risiko des Ausfalls
eigentlich an die Zentralbank übertragen kann. Und dann werden tatsächlich auch für andere Institutionen, soweit diese Emittenten, diese europäischen Institutionen keine Banken sind, sondern sogar noch andere Unternehmen, dann können die tatsächlich an zusätzliches Geld kommen. Und nur eigentlich dieser kleine Bereich, wovon eben die Frage ist, in welchem Umfang nicht Staatsanleihen gekauft werden. Das ist irgendwie, bisher habe ich zumindest noch keine Information gefunden, wo es wirklich drinsteht, wie viel institutionalisierte Gelder dort irgendwo angelegt werden sollen. Dann einmal zu den Kontrapunkten. Was ist das Thema mit der Finanzblase? Kann das Geld, was jetzt dort, was ja nicht zusätzlich in Umlauf kommt, überhaupt zu neuen Finanzblasen führen? Oder ist es überhaupt möglich, dass Geld, das in Umlauf ist, nicht zu Finanzblasen führt? Dazu ist wieder zu überlegen, wie funktioniert dieses ganze Geldsystem überhaupt? Wenn die Zentralbank Geld zur Verfügung stellt oder Geldausleihungen zulässt und damit die Geldmenge erhöht, welchen Sinn sollte es machen, dieses Geld in irgendwelche realwirtschaftlichen Transaktionen fließen zu lassen? Und wie wahrscheinlich ist es, dass das Geld überhaupt in Finanzspekulationen, Finanzblasen investiert wird und dort zu einer Erhöhung der Aktienkurse, zu einer Steigerung der Aktienkurse führt oder eben auch Immobilien, die andere noch realwirtschaftlich stärkere Rückkopplung. Ja, wie passiert dieses ganze Spielchen? Eigentlich ist es ziemlich einfach, weil wir können wieder von den Banken schauen und die Banken gehen einfach los und kaufen das Zeug ein. So, das sind jetzt mal die Aktien, die sozusagen erworben werden können. Und diese Aktien werden dann im einfachsten Falle von Banken aufgekauft. Aber braucht die Bank dafür irgendwelches Geld? Im Regelfall nein. Weil die Bank, so wie sie Kredite erzeugen kann, ist sie jederzeit in der Lage, Giralgeld zu erzeugen und die Aktien können einfach mit Giralgeld bezahlt werden. Das heißt, auch an der Stelle ist kein zusätzliches Geld nötig. Es müssen nur alle Banken in ausreichendem Umfang mitspielen, damit eben der Austausch der Giralgeldmenge wiederum bei den Banken gut funktioniert. Damit eben im Saldo die Banken untereinander keine Transferüberschüsse oder Unterdeckungen haben, weil erst diese Diskrepanzen zwischen ihrem geschöpften Giralgeld und den Zu- und Abflüssen müssen sie dann wieder mit Zentralbankgeld ausgleichen, weil die anderen Banken ihnen eventuell nicht vertrauen oder ihnen keine Interbankenkredite gewähren. Und so muss das Ganze dann hinterlegt werden. Unabhängig jetzt von dieser 1% Mindestreservedeckung, die zu einem späteren Zeitpunkt zu erfüllen ist. So, das heißt, die Finanzblase. Die kann also zumindest nicht mehr entstehen, als die Banken sie sowieso schon entstehen lassen können. Das heißt, Draghis Aktivitäten an der Stelle sind für die Finanzblasenentstehung ziemlich bedeutungslos, weil das können die Banken sowieso machen. Das heißt, wenn die irgendwelche Interessen haben oder irgendwelche Investitions, zum Beispiel, dass irgendwelche Dividenden sich noch lohnen, sie aufzukaufen, also Aktien zu kaufen, um die Dividendenrendite einzustreichen, dann können die das auch jetzt schon machen. Wie gesagt, es müssen nur die Banken in dem Umfang mitspielen, damit es zwischen den unterschiedlichen Banken nicht zu einem Ungleichgewicht kommt, was die Giralgelderzeugung angeht. So, also für die Finanzblase ist aus meiner Sicht da keine neue Gefahr zu erwarten, die ist jetzt schon da. Und da ist eher die Frage, wie kritisch oder wie wahrscheinlich ist, dass die Finanzblase noch weitergespielt werden kann. Und das ist die einfache Antwort, solange jemand mitspielt, wird die Blase nicht platzen. Und interessant wäre, ein anderer Gedanke zu überlegen, gibt es überhaupt etwas anderes als Blasen am Finanzmarkt? Das heißt, kann der Finanzmarkt tatsächlich in irgendeiner Form etwas Reales darstellen, also eine wirkliche Art Wertschöpfung widerspiegeln, wie er in der Realwirtschaft stattfindet?
Und da ist meine Theorie, Überlegung dazu, es ist sowieso nicht möglich. Das heißt, da dort nur mit Geld und nur darauf spekuliert wird, dass bestimmte Dinge zunehmen, ist es absolut unwahrscheinlich, dass in einem Finanzmarkt überhaupt Transaktionen möglich sind, die mit der Realwirtschaft gekoppelt sind und eine sinnvolle Parität der Realwirtschaft widerspiegeln. So, der nächste Punkt wäre die Sache, ob der Sparer eigentlich darüber Schaden erleidet. Hier gehe ich mal etwas allgemeiner auf den Punkt ein, dass ja das billige Geld dem Sparer zum Schaden gereicht. Dazu mal noch ein paar andere Zahlen. So, das eine, was ich am Anfang schon gesagt hatte, ist ja, das eigentliche Ziel der Zentralbank, der EZB, ist, eine 2% Inflation herzustellen. Das ist aber nur der eine Aspekt. Das zweite Aspekt ist, dass bisher immer versucht wurde und es wohl auch einigermaßen gut geklappt hat, mit einem 4,5% Geldmengenwachstum pro Jahr diese Inflation sozusagen zu provozieren, dass sie real spürbar ist. So, was sind jetzt im Endeffekt die Zahlen, mit denen aktuell oder über die aktuell gesprochen wird? So, das hier sind jetzt aktuell Zahlen, die habe ich mir aus dem harmonisierten Verbraucherpreisindex aus Eurostat rausgeholt. Das heißt, 2008 hatten wir seit der Euro-Einführung die höchste Inflation mit 3,3%. Im Jahr darauf war dann das sozusagen wieder ausgeglichen, weil da gab es dann nur eine Inflation von 0,3%. Und wir hatten jetzt 2013, nachdem in den Jahren dazwischen diese 2% relativ nah erfüllt wurden, eben ein Absinken der Inflation auf 1,4%. Und für 2014 wird jetzt aktuell geschätzt, dass er wahrscheinlich bei 0,4% harmonisierter Verbraucherpreisindex. Das heißt, da werden ein paar statistische Sachen noch reingerechnet. Unabhängig davon, was von diesen Zahlen zu halten ist, die Zusammensetzung liegt bei 32% Wohnung und Energie, also in diesem Index, 13% Verkehr, 11% Freizeit, 10% Lebensmittel ohne alkoholische Getränke und die restlichen Faktoren sind dann entsprechend noch kleiner, was sozusagen zu dem Gesamtpreis, dem Verbraucherpreisindex beiträgt. Was bedeutet im Endeffekt nun, wenn auf der einen Seite zwar die Geldmenge steigt, die Inflation das aber nicht wiedergespiegelt? Weil für Deutschland geht das mit dem 4,5% Geldmengenwachstum ziemlich optimal auf. Das heißt, seit 2002 ist die Geldmenge für Deutschland, oder zumindest das, was auf den deutschen Anteil entfallen soll, also im Zeitraum von Januar 2002 hat Deutschland einen Anteil an der europäischen Geldmenge von 1.365 Milliarden. So, dieser Anteil ist gestiegen. Im November 2014 lag dieser Anteil bei 2.419 Milliarden. Wenn man sich das so durchrechnet, das sind ja etwa, also im Januar 2015 wären es 13 Jahre gewesen, eine Zeitspanne von 13 Jahren. Und da wäre mit diesen 4%, 4,5% Geldmengenwachstum, würde der Faktor sozusagen fast genau aufgehen. Das ist so der Faktor 1,77. Das heißt, wenn diese Summe jährlich um 4,5% wachsen würde, dann hätte sie im Januar 2015 genau dem Betrag von 2,4 Milliarden entsprochen. So, das ist jetzt sozusagen auf der deutschen Seite. Und die 2% Inflation bedeutet im Vergleich zur Geldmengensteigerung, die alle 16 Jahre etwa eine Verdopplung bedeutet das für die Inflation, dass alle 36 Jahre sich
entweder die Geldmenge oder beziehungsweise der Betrag verdoppelt, beziehungsweise im Umkehrschluss, wenn sich die Geldmenge verdoppelt, dann halbiert sich die Kaufkraft. Das heißt, wenn die 2% Inflation, also 36 Jahre lang, korrekt wirkt, dann wäre für den Sparer das Sparbuch nur noch halb so viel wert. Das heißt, mit den 1000 Euro, die dann da drauf liegen, wären nach 36 Jahren, hätten die noch eine Kaufkraft von 500 Euro. Oder umgekehrt, um im Endeffekt die gleiche Kaufkraft zu bekommen, hätte ich dafür sorgen müssen, dass die 1000 Euro dann zu 2000 Euro geworden sind. So, da wir, was ist jetzt eben genau damit gemeint, dass die Sparer entwertet werden? Ganz einfach, dass in dem Moment, wo die Zinsen unterhalb der Inflation liegen, unterhalb diesem Inflationsbetrag oder Inflationswert, der von dem Verbraucherpreisindex wieder gespiegelt wird, verliert der Sparer natürlich an Kaufkraft. So, jetzt ist nur die Frage, ist das schlimm? Für den Sparer wahrscheinlich schon. Und die zweite negative Information oder der zweite schlimme Aspekt ist, dass in diesem Verbraucherpreisindex nicht alle Preissteigerungen drin sind. Weil während nach der Ankündigung von Draghi die Börse ein neues Hoch erreicht hat, wird leider vergessen, dass eben Thema Finanzblase. Das heißt, dass diese ganzen Preise, die dort sowohl in Aktien, Wertpapieren, Immobilien und so weiter stattfinden, dass das keine Wertgewinne sind, sondern in Wirklichkeit sind es einfach nur Preissteigerungen. Aber dort findet jeder Preissteigerung toll. Im Supermarkt finden wir es nicht toll, auf dem Aktienmarkt finden wir es toll, wenn im Endeffekt ein paar Stücke Papier immer teurer werden. Wenn ich im Supermarkt einen Bogen A4-Papier kaufen würde und der genauso schnell klettern würde im Preis, wie sozusagen die Aktien, sobald da was draufsteht, dann würde vielleicht irgendwann auch mal ersichtlich werden, dass das überhaupt keine vernünftige Logik entspricht. Aber das ist, wie gesagt, eher ein anderes Thema. Also die Sparer werden auf jeden Fall entwertet, aber nicht durch die Maßnahmen, die Draghi jetzt speziell durchführt, sondern es ist schon die allgemeine Geldpolitik. Das Geldsystem ist grundsätzlich so angelegt, dass Sparen in der Form bestraft wird, dass kleine Beträge oder im Endeffekt kleine Summen nicht in der Lage sind, solche Zinsen einzufordern, damit sie diesen Inflationsschub ausgleichen. Und gleichzeitig dient ja eben dieser Inflationsschub genau dafür, dass überhaupt die Staaten ihre Entschuldung nicht so sehr vorantreiben müssen, weil dadurch durch die Geldentwertung selber und die Entschuldung und die Entwertung der Staatsschulden wird es sozusagen leichter gemacht, dann mit dem Geld der arbeitenden Bevölkerung diese Zahlen zu stunden. Im Endeffekt das Einzige, was für den Sparer an der Stelle wirklich von Bedeutung ist, ist vielleicht die Gelegenheit zu erkennen, dass Sparen sich in dem Sinne nicht lohnt, nicht weil es so geringe Zinserträge hat, sondern weil das ganze Zinsthema einfach nicht funktioniert. So wie Lottospielen im Endeffekt nicht für alle Lottospieler gleichzeitig funktionieren kann, sondern immer nur einige wenige dort einen Gewinn haben, funktioniert das beim Geldsystem genauso. Der Zins- und Zinseszinseffekt, von dem so viele träumen, im Alter dann zu zehren, ist im Endeffekt eine Illusion, die im Endeffekt der gleichen Illusion entspringt, die ja auch die Finanzblasen entspringen. Weil die Vorstellung, dass Geld aus sich heraus irgendeinen Wert schaffen würde oder das Geld selber schon einen Wert darstellen könne, das ist halt eben die gefährliche Illusion, aus der manche dann am Ende sehr arm aufwachen. Aber ja, vielleicht hat die ganze Finanzkrise und das Ganze, was dort noch kommen wird, vielleicht eine erlösende Funktion zu sagen, ja, wir stellen fest, das sind nur Zahlen, aber diese Zahlen haben keinen Wert. Und sie sind auch keine Repräsentation von Wert. Und das Thema der Mehrverschuldung bezieht sich eben vor allen Dingen darüber, dass die Staaten eben ihre Verschuldungsspielräume ausweiten können, weil sie in Zukunft
weniger Zinsen zahlen müssen. Das ist wiederum etwas, was eigentlich durch die direkten Maßnahmen von Draghi nur gering zu erklären ist, weil er ja eigentlich auf dem Sekundärmarkt einkauft. Das heißt, er kauft ja nur Staatsanleihen, die sowieso schon am Markt sind. Aber die Erklärung ist, naja, teilweise plausibel, weil gesagt wird, okay, wenn jetzt ein Staat meinetwegen eine Anleihe von 10 Milliarden auflegt, dann weiß sie, dass 1 Milliarde aufgekauft wird. Und entweder kann es statt hergehen und dann direkt 11 Milliarden auflegen, weil er weiß, dass von den anderen beteiligten Interessenten weiterhin ja 10 Milliarden nachgefragt werden und die 11. Milliarde geht zur EZB. Oder umgekehrt, weswegen halt das deutlich günstiger werden soll, ist der Gedanke, dass die Staatsanleihen, die von der EZB aufgekauft werden, dazu führen, dass die Staaten sich weniger anstrengen müssen. Eben, wenn sie die 10 Milliarden losgeworden wären, wenn sie den Geldbesitzern zum Beispiel 1% Zinsen gezahlt hätten, dann können sie vielleicht die 9 Milliarden, die ja dann nur losgehen, also abgegeben werden müssen, weil die 1 Milliarde geht ja weiterhin zur EZB, dass sie dann, und die kauft sozusagen unabhängig davon, wie der Zinssatz ist, dann können sie sagen, okay, dann zahlen wir euch halt nur 0,9% Rendite für unsere Staatsanleihen. Das heißt, so oder so kann sich die Regierung sozusagen theoretisch mehr verschulden, weil entweder die Zinskosten insgesamt niedriger werden oder sie auf jeden Fall einen garantierten Abnehmer hätte. Aber wie gesagt, die Spekulation stimmt nur insoweit, solange eben der Kapitalmarkt bereit ist, so etwas hinzunehmen. Und da wäre eher die Frage, warum sind Menschen tatsächlich bereit, den Staaten Geld zu geben? Natürlich, die Antwort ist relativ einfach zu geben, weil Zinseinnahmen immer noch Zinseinnahmen sind. Und sie sind leistungslose Einkommen, die der Staat garantiert. Und einen besseren Garanten für im Endeffekt leistungslose Einkommen kann es nicht geben als den Staat. Wer sich allerdings eher von einer moralischen Seite an diese Frage annähert, wird ziemlich schnell feststellen, dass es ziemlich unmoralisch ist, im Endeffekt von Zinsen zu leben. Aber das ist wiederum ein anderer, größerer Themenkomplex, den ich jetzt heute nicht anschneiden werde. Aber die Frage ist im Endeffekt tatsächlich, wie gerecht ist es für eine, ja, im Endeffekt eine Nichterbringung von Arbeit, sondern eine nur Zurückhaltung von Geld, wiederum Geld zu bekommen. Und das mag für den normalen Sparer, der auf dieses Geld tatsächlich verzichten muss, während er das woanders anlegt, wo er anderen Leuten das Geld zur Verfügung stellt. Der große Garant, die Banken, die ich jetzt schon wieder weggenommen habe, die Banken haben aber dieses Problem nicht. Die Banken haben immer die Möglichkeit, jederzeit Geld zu schaffen und sie sind nicht darauf angewiesen, dass sie mit Einlagen irgendwelche Dinge bezahlen. Ganz im Gegenteil, sie könnten es nicht mal, weil Banken selber in dem Sinne gar keine Einlagen haben können, sondern sie können einfach nur mit Giralgeldtransfers bezahlen und dieses Giralgeld entsteht in dem Moment, wo sie Zahlungen tätigen. Soweit heute zu den zu der Drogenpolitik der EZB. Ich selber stehe unserem heutigen Geldsystem sehr kritisch gegenüber und arbeite dort an Alternativen, um eben andere Währungsformen, die aus meiner Sicht mehr Gerechtigkeit beinhalten, zu etablieren. Und ich freue mich, wenn ihr mal wieder vorbeischaut und euch auch andere Videos anschaut. Bis dann. Tschüss.